Hey ho Leute, ich habe eine etwas schlechte Nachricht für diese Woche, denn ja, ich habe diese Woche 6 Folgen aufgenommen ohne Ton. Man hat mich nur manchmal was sagen hören. Ich habe so geguckt gerade, dass es noch irgendwie lauter stellt. Es war sogar so leise, dass man mich an manchen Stellen gar nicht verstanden hat und nur ein Rauschen im Hintergrund hatte durch einfach eine falsche Einstellung. Und es wird diese Woche so sein, dass ich jetzt hier im Anschluss gleich gibt es den Zerschmetterer. Das hatte ich ja mal gesagt. Dann wird es 2, 3 Folgen Isaac diese Woche geben. Lassen so Und gehen. vielleicht auch noch eine Spielvorstellung zu Unreal Tournament, zu dem neuen, was zurzeit in der Open Beta ist. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal dann Spaß mit dem Zerschmetterer. Aber wie gesagt, es tut mir leid. Es kommt diese Woche. Vielleicht kann ich es nachspielen, das müsste ich mal gucken. Vielleicht. Muss nicht sein. Ja, es geht anscheinend nicht. Nein. Ich kann die Quests hier nicht nochmal spielen. Wenn ich jetzt gesagt hätte, hier Heart of Thorns oder sowas, dies könnte ich alles nochmal spielen, wenn ich das wollen würde. Aber helfende Hände. Ich bin jetzt gerade hier. Ich glaube sogar, ich muss jetzt bis Level 50 leveln. Oder? Ja. Also im Endeffekt fehlt mir jetzt der ganze Anfang von der Abtei Dormant. Ich erzähle kurz, was es war. Im Endeffekt bin ich in der Abtei Dormant beigetreten, habe die Sirena oder Siren getroffen. Ja, genau, Siren. Magistra Siren. Sie hat mit uns erstmal mitgenommen, hat gesagt, komm, wir gehen uns mal eine Zwergenhöhle angucken. Das war irgendwo hier hinten. Hier war die Zwergenhöhle. Da haben wir Artefakte gefunden, die zu einem Schwert gehörten. Dann sind wir von da hinten hierhin geschickt worden irgendwo, sollten das Schwert finden, weil das die Schaufler gestohlen haben. Die Schaufler haben das Schwert an die Söhne Svaniers verloren. Die Söhne Svaniers haben dann im Endeffekt sich hier hinten unten irgendwo dann versteckt. Hier ist denen ja Lager gewesen. Das Wissen haben ist der wir, größte Schatz. ja, geklärt sozusagen. Zwischendurch haben wir noch diese Schwertscheide für die Blutklinge gefunden. Die war hier im See irgendwo versteckt. Denn im Endeffekt ist es ein Schwert, das die Zwerge geschmiedet haben, was aus Drachenblut geschmiedet wurde. Und es hat den Effekt, dass es jeden Gegner, den es berührt, in ein Monster verwandelt. Und um das einfach einzudämmen, hat die Abtei gesagt, okay, ihr müsst das Schwert holen. Wenn das Schwert mit der Schwertscheide dann zusammen ist, wird dieser Fluch halt etwas gedämpft. Weil die Zwerge haben sich ja auch was dabei gedacht. Und ja, es ist zum Teil auch ein paar Sachen der Story gewesen, wo ich gesagt habe, oh, das hätte ich euch lieben gern gezeigt. Weil zum Wissen Beispiel wird ist auch der von größte einem Schatz. Ogden geredet. Und der einzigste Ogden, den ich aus irgendwelchen Hauptstories her kenne, das wäre Ogden Steinheiler. Und ich habe keine Ahnung, ob der damit gemeint ist. Schön wäre es zumindest. Aber naja. Ich kann es leider nicht ändern. Dann viel Spaß jetzt noch beim Zerschmetterer und wir sehen uns Wissen ist spätestens der am größte Sonntag Schatz. dann Haben wir beim den Livestream Mut, wieder. seine Vielleicht mache ich auch Vorstellung zu zwischendurch noch ein verändern? bisschen Schön, dass was. wir Sie Aber ich wieder denke mal, haben. ich müsste jetzt Ich erst bis hoffe, Level Sie 50 konnten sich hochleveln, erholen. damit es Ja, weitergeht. Ihr das seht, ich habe hier oben wünschen keine wir Hauptquest mehr. Ihnen natürlich. Wir sollten sofort. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach dann nach dem Zerschmetterer dann morgen wieder zu einer Folge Isaac. Dann bis dann, Leute. Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Hey, Leute, und willkommen zu einem weiteren Part Guild Wars. Und ich muss euch was sagen. Das ist mir gerade mal so zum ersten Mal richtig aufgefallen. Ich habe die ganze Woche aufgenommen. Bis zum heutigen Tag. Ohne dass irgendein Ton aus dem Spiel dabei ist, was ich definitiv zum Kotzen finde. Jetzt muss ich gucken, dass ich das irgendwie mit Musik unterlegt habe. Ich meine, jetzt habt ihr das eh schon gesehen, aber es ist wirklich grauenvoll. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber.
Ich hatte euch ja das Special mit dem Zerschmetterer versprochen und hoffe, dass es jetzt auch diesmal mit Ton ist. Wobei ich nicht weiß, warum ich den Ton jetzt ausgeschaltet habe. Doch ich weiß es sogar, es war sogar wegen dem Raid. Und ich bin mal gespannt, was mit den paar Leuten jetzt hier der Schmetti, der neue, zu schaffen ist. Sollte aber möglich sein. Und zwar das Einzige, was jetzt halt wirklich dazugefügt wurde, das ist das hier. Wartet. Und sobald er da ist, habe ich dann die Fähigkeit, hier mit 1, 2, 3 noch ein bisschen Heilung runterzuwerfen, ein paar Bomben und das dritte müsste ich mal lesen, was das ist. Und da geht Eis. Gut, Nacht, Eis. Aber es ist halt wie gesagt, also der Zerschmetterer, der in das Pre-Event dann hier angekommen ist, es müsste der hier sein. Genau. Eskortiert den Schilddruck. Und wenn die hier sind, geht's auch schon los. Meines Erachtens nach, es tut mir leid, dass diese Woche wirklich ohne Ton ist. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die überhaupt die Videos hochlade. Es ist aber... Sie ist so scheiße. Das müsste ich alles nachvertont haben. Oder zumindest Musik drunter legen. Dass ich nicht wenigstens die Hälfte der Zeit schweige. Und zum Beispiel bei den ganzen... Ich sag mal, bei den ganzen Videoszenen, die wirklich auch wichtig waren. Ich hab's verkackt, ist okay. Kann passieren. Waren halt sozusagen noch die Einstellungen für den Raid, möchte ich es mal nennen, mit der Multigilde. Und da habe ich natürlich den Ton ausgemacht, damit man dem TS die ganzen Leute nicht hört. Hab dann die Aufnahme doch nicht verwendet, weil dann gesagt wurde, na, mach's mal lieber nicht. Jetzt habe ich mir selber ins Bein gepinkelt. Schönen Dank! Naja, passt schon, passt schon. Mich aufregen, so ein Dreck. Was dauert denn hier so lange? Mann, der Schilddruck steht doch schon hier vorne. Begleitet wahrscheinlich wieder keiner. Danke, ihr habt ja auch die kleinsten Gewehre dabei. Oh. Erledigt. Adrenalin aufgefüllt. So, es gibt auch ein paar neue Drops hier zu bekommen. Ich meine, oh. Halt, da vorne ist das Lager. Prüft eure Waffen, bevor wir reingehen. Alles bereit, um noch ein paar gebrandmarkte Monster niederzumachen. Ah, passt nächstes Mal auf, wer hinter euch ist. Roger, Roger. Wir werden aufpassen. Vereint. Hallo, was verkaufst du so? Eine Chorsuka! Ja, wir gucken uns mal an, wie die Chorsuka so ist. Wow, toll, Wahnsinn. Vertreibt's nicht gleich. So, wir warten jetzt einfach mal hier. Die Leute, die ballern schon wieder wie die Kaputten hier. Wir warten einfach mal drauf, dass der Schmetti hier erscheint, ankommt, mal anklopft und sagt, hallo, hier bin ich. Ein Glück ist mir das aufgefallen, das hätte ich die nächsten paar Wochen vielleicht so aufgenommen. Mich dann hinterher bloß gewundert, hä? Habe ich hier keinen Ingame-Sound? Ich meine, ich habe jetzt eine Woche versaut. Aber okay. Na gut, ihr müsst wissen, zu meiner Verteidigung. Einfach nur, dass ihr selber wisst, ich nehme halt immer schon die komplette Woche im Voraus auf. Einfach, weil es bei mir gar nicht anders geht. Wenn ich jeden Tag hier aufnehmen würde, dann würde das wahrscheinlich an manchen Stellen komisch rüberkommen. Würde mir persönlich auch ein bisschen mehr Stress dann geben, da habe ich auch keine Lust drauf. Lieber so. Es ist jetzt schon wieder bloß 8 Minuten oder so, einfach nur warten, dass das losgeht.
ist zu ruhig. Brauche was zum Ausweiten. Jetzt könnte es aber, glaube ich, losgehen. Ich glaube, Eis ist offline. Ja. So. Machen wir noch die Spielernamen aus. Wenn ich Alt drücke, dann hat man es noch angezeigt. Das ist okay. Jetzt geht's los, der Zerspetterer. Wenn man übrigens hier drüben steht, wo ihr gerade gesehen habt, wo er landet, das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr den Erfolg dafür halt machen wollt. So. Ups. Jetzt habe ich es natürlich gleich wieder gemacht. Halt! Wow. Ihr habt das Übliche, ich habe wahrscheinlich wieder die Heilungssachen direkt auf ihn drauf geworfen. Hallo, was zieht mich denn zu ihm hin? Hallo? What the fuck? Heftiger Beschuss. Nicht so wie im Livestream heute, wo ich dann mal so bei mir dachte, okay, das ist Tastatur ausgestöpselt. Supi. Aua. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Gewinne Adrenalin. Durchgefroren bis auf die Knochen. Nein. Also sieht im Endeffekt hier, der Zerschmetterer geht vom Leben her, der geht runter wie nichts. Das ist halt immer noch derselbe alte Zerschmetterer. Ich muss sagen, ich habe es glaube ich schon letzte Folge mal gesagt, ich bin maßlos von der Ankündigung, der neue Zerschmetterer und das wird so super. Ganz ehrlich, ich fühle mich beschissen. Weil er ist weder super noch großartig was Neues hier, also... So viel Neues gibt es da jetzt auch nicht zu sagen. Also, naja, kannst du vergessen. Nein, es hat mich reingestellt. Naja, ich weiß, es wird alle explodieren. Zumindest jetzt weiß ich's. Und dann rennt der schon wieder dahin. Ich werde gleich, ich drehe gleich durch. Gewinne Adrenalin. Endeffekt geht es darum, halt aus den Feldern hier rauszubleiben, diese ganzen kleinen Grausamkeiten, die der halt beschwört, zu vernichten. Die Champions droppen alle diese gebrandmarkte Schatulle, das kann man eigentlich nur empfehlen. Weil da können auch Precursor drin sein. Also das ist im Endeffekt solche Champion-Truhen, wie immer. Ihr seht das, die macht nachher mal ein paar auf hinterher. Da macht man eigentlich nichts verkehrt, wenn man die benutzt. Sammelt. Und das ist halt die erste Phase, ist ihn halt runterknüppeln bis zum Erbrechen, Schaden geben. Und dann die zweite Phase ist dann, wenn wir uns dann hinstellen müssen und mal, er beschwört dann so eine Art kleine Spiegel. Yep, ich stand eigentlich außerhalb. Und ich bin auf einem mir unerfindlichen Grund gestorben. Ich weiß gar nicht, warum die hier hinten alle umfallen. Oh, ich habe natürlich wieder genau verkehrt rum gemacht. Ich habe die Heilung auf ihn geworfen. Muss man uns einmal angucken. Nein. Warte, ich zoome mal raus. Vielleicht sieht man es ja hier oben. Habe ich gerade die Heilung hingeworfen. So, jetzt kommt zu den Spiegeln. Immun gegen allen Schaden. Wir müssen jetzt einfach erstmal ein bisschen auf die Dinger einprügeln. Die Dinger sind halt noch ein ganzes Stück kurz immun. Solange bis hier diese Breakbar hier unten weg ist. Wenn diese Breakbar weg ist, ist sofort der Kristall im Eimer. Könnt ihr mal aufpassen. Achtung. Jetzt ist er weg und da ist er schon kaputt. Also der hält nichts aus. Aber der gute Schmetti heilt sich an dem Scheiß. Und zwar, er war auf 25% ungefähr runter und erhält sich die Hälfte. Gebt mir Deckung. Mich hält nichts unter Kontrolle. Gepanzert. Ich meine, das ist schon ganz schön viel. Dafür, dass er halt meint, yeah, ich bin's.
Vor allem das Einzige, was mich halt an ihm so ein bisschen fasziniert, sind seine Flügel. Ich weiß auch nicht, ob der Zerschmetterer als kompletter Altdrache gilt. Das weiß ich nicht. Das könnte ich euch nicht mehr beantworten. Adrenalin steigt an. Herrliche Luft. Stimmt, ja, ein paar Leute hier ins hinein erwischt. Das ist supi. Ist das ein Champion oben? Heftiger Beschuss. Ich schmeiß einfach mal ein Feuerfeld, ja, dann krieg ich auch einen Assist. Es reicht ja schon, also wenn ihr hier ein bisschen für die Erfolge formen wollt, kann es euch mal ganz kurz nebenbei zeigen. Ich sehe mal die ganzen Schmetti an. Und allgemein, Bosse, da habt ihr ja schon den Zerschmetterer. Ihr seht den Zerschmetterer ein paar Mal besiegen und aktualisiert mit Personen aus den Dingern geholt. Sanitäter, ein paar Leute geheilt. Hat recht Drachen, Zerschmetterer besiegt. Ich kann euch die Effekte, die ganzen Sachen hinterher mal zeigen. Es gibt, glaube ich, einen Erfolg dafür. Und kann man eigentlich nur empfehlen, macht das einfach mit. Es wird euch nicht umbringen und der Loot ist gut. Für das Level hier ist der Loot auf jeden Fall okay. Nein, da, ja, sehr schön. Ihr sollt leiden. Höhere Gerechtigkeit. Ich werde euch alle vernichten. Gewinne Adrenalin. So, jetzt geht's wieder los. Jetzt müssen wir uns halt drauf konzentrieren, so schnell wie möglich hier diese Kackdinger runterzulegen. Macht sie nieder. Die Breakbomb muss so schnell wie möglich fallen. Guckt euch das mal an, er heilt sich immer noch. Jetzt ist er schon wieder fast bei der Hälfte. Bereit. Oh Gott, Leute, schneller. Sehr schön. Jetzt dürfen wir ihn auch kaputt kriegen. Das ist halt... es dauert schon länger als vorher, aber es ist halt unnötig lang in die Länge gezogen, der Kampf. Ich sag mal, dafür, dass sie ihn halt ordentlich reworken wollten, ist er halt nicht ordentlich reworked. Sondern halt einfach nur ein bisschen Kindergarten-Rework, also ganz ehrlich. Adrenalin aufgefüllt. Das kann ja ein Blinder besser. Gewinne Adrenalin. Wieder kampffähig. Da standen wieder viel zu viele direkt an ihm dran. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Und komm schon, Vollgas! Tack. Das sieht schon, Blutung habe ich schon wieder ein bisschen hochgesteckt. Ich meine, das ist nicht alles von mir, das wäre schön. Weil dann könnte ich auch Raids alleine machen. Ach, ich denke so, irgendwann mal kommt das ja mal versehentlich eine Klasse zu gut. Waffen, versehentlich falsch gepatcht oder so, hat man alles schon. Ja, nicht das erste Mal. Denn ganz ehrlich, es gab schon mal eine Sache, wo es mit den Wächtern so war, dass man mit dem Hammerfeld Schaden stacken konnte und dann auch bestimmte Bosse einfach one-shotten. Das ging. Habe ich selbst zum damaligen Zeitpunkt nicht gewusst, aber wir haben gesehen, wie bestimmte Male. War einfach mal, ob das mal Google, wie das denn da so ausgesehen hat. Das war wirklich, dass sind 5 Wächter in irgendeinen Dungeon gegangen und haben die schrecklichsten Bosse wie Ara oder sowas einfach easy gelegt. War kein Ding für die. Nein.
Komm schon, Schmetti, stirb. Jetzt verreck halt. Ich hab ihn getötet. Ich allein, die ganzen Idioten haben nichts gemacht. Schade, ich habe leider, wie es aussieht, keins von den Sachen bekommen, was man dann als in die Gegend stellen kann. Leider Gottes. Hab ich bei Tequatl gestern oder vorgestern gekriegt. Und jetzt gucken wir mal in die gebrandmarkten Schatullen rein. Wie immer dieser unnötige Blutsteinstaub. Oh. Guckt euch das mal an. 1000. 2000, 2500, ja, 2500 knapp von Blutsteinstaub. Dragonit-Erz, hier die kleine Kraka-Prinzessin, die habe ich schon jetzt vor 2 Tagen geholt. Oder 3 Tagen. Die ist die ganze Zeit dauervoll gefressen, weil. Grauenvoll. Die muss gefüttert werden bis zum Erbrechen. Aber wie gesagt, also es bringt was, sich die Sachen halt zu holen. Nicht. Und auch den Zerschmetterer zu machen. Ich zeige euch das gleich nochmal. Das wollte ich ja machen. Moment. Und zwar den Erfolg für den Zerschmetterer im Allgemeinen. Machen wir ihn hier. Der Zerschmetterer gibt diesen Rücken. Ist im Endeffekt nichts großartig Besonderes, aber alleine für den Skin von diesem Rückenteil. Ich meine, er hat Kraft, Brezi, Wildheit. Uninteressant. Es geht ja für mich jetzt mehr um den Skin. Passt zum Beispiel nicht zu meiner Klasse, aber zu einem Schurken oder so könnte das schon passen. Also zumindest, es passt nicht zu meiner blauen Ausrüstung. So, und was gibt's noch? Na, eigentlich gibt's hauptsächlich hier dann solche Erfolgspunkte. Ich meine, ich habe schon wieder 1650. Ich habe 1000 Punkte in einem Monat gemacht. Gut, ging aber auch sehr gut durchs Winter-Event. Was haben wir noch? Sprungrätsel. Ja. Gut, Tequatl habe ich ja damals auch mit euch komplett noch zu Ende gemacht. Zerschmetterer machen wir noch zu Ende. Der Dreifach-Ärger, da muss ich mal gucken, dass ich da vielleicht mal hinbekomme, dass wir das mal zusammen angucken können. Einfach mal, um den Wurm zu besiegen. Weil, keine Ahnung, habe ich noch nie, doch einmal oder zweimal habe ich den, glaube ich, mitgemacht. Ja, genau. Und keine Ahnung, es war gigantisch. Als Ruf gibt es dafür Bezwinger des großen Dschungelwurm und hier unten gab es Fluch des Wurms. Okay. Gut, da wissen wir ja, was wir auch mal demnächst mal aufnehmen wollen. Und wie gesagt, es tut mir leid, dass ich diese Woche total versaut habe. Muss ich sehen, was ich drunter lege. Da müsste ich mal mit Dirk reden. Kann sein, dass jetzt ein paar Folgen in ein paar Stunden, vielleicht auch mal einen Tag verspätet kommen. Keine Angst. Die Folgen werden dann im allerspätesten Fall alle zusammenkommen. Einfach nur, damit ich das trotzdem freigegeben habe. Bei The Binding of Isaac wird es definitiv weitergehen. Und da habe ich auch bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, nicht vergessen, dass der Ton, dass ich danach gucken muss, dass der Ton an ist. Gut, dann würde ich euch sagen, habt eine schöne Woche. Denn jetzt müsste wieder Sonntag sein für euch. Für mich ist jetzt immer noch Sonntag. Von daher, habt eine schöne Woche. Viel Spaß in der Schule oder auf Arbeit. Überanstrengt euch nicht, nehmt euch ein bisschen Freizeit. Man kann nicht nur arbeiten oder nur in die Schule gehen. Soll jetzt kein Andeutung sein, dass ihr mal spenden sollt, aber nehmt's Leben nicht zu ernst. Lieber mal ein bisschen mehr Spaß haben, als dann nur so verbissen zu sehen. Und durchs Leben dann vielleicht noch gestresst werden. Nö, das muss man nicht haben. Gut, dann, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao. Und nicht vergessen, heute ist auch wieder Livestream. Bis dann, ciao, ciao.